Welcome back zu Siren Blood Curse. Ja, der nächste Teil von unserer Part 2. Kein großes Sockerei. Kein großes Gelaber, gleich. Gleich geht's weiter. Gleich los und jetzt. Darf ich klapp, klapp machen? Mach mal. Wunderbar. Ah, schön. Und weiter geht's, ne? Mhm. Hast du noch einen Schluck gegönnt, ne? Natürlich. So, ohne schleich ich noch? Ja, so. Ich schleich sogar noch. Ja, schön. Geht auch hier direkt nahtlos weiter. War hier nicht die eine? Da war doch was. Warte, wie zoom ich nochmal? Also, Nee, das war andere. Das war Zoom. Ach, da steht sie. Guck mal. Wir haben uns ja gerade eine Pickaxe gekrallt vom Bergarbeiter. Im letzten Part. Die hat immer nichts gemerkt, auch dass hier Licht an ist, merkt sie nicht. Aber langsam würde ich mich mal um sie kümmern, glaube ich. Volles und aufs Maul. Boah, okay. Die ist echt. Also ich sag mal, eine Pickaxe ist echt. Jetzt ist die Frage, Handsichel oder Pickaxe behalten? Weil ich glaube, ich behalte die. Die ist halt wahrscheinlich langsamer, ne? Ich nehme eine Handsichel. Kannst du nur eine nehmen? Die ist, ja, die ist schneller. Die ist halt schneller, das Problem ist halt. Die hat man wahrscheinlich weniger Schaden, ne? Genau, weil wir wissen jetzt nicht, kommen Gegner, die so stehen wie die Frau jetzt. Ja, dann kannst du wunderschön einmal mit der Pickaxe drauf und oder fertig. Kommen Gegner von vorne. Aber es kann halt sein, dass du gleich drei oder vier Gegner auf dich zurennen und dann ist, glaube ich, die Handsichel besser. Ja. Dann gehen wir mal lieber hier? Warte mal, davon mal aus. Ein Kalender. Guck mal, Porno. Oh, ein japanischer Bonn-Kalender. Der hat. Gibt es natürlich so einen Bergbau, also Bergbau. Bergwerkbau. Da müssen wir doch hier lang. Da hinten. Ich habe gedacht, da geht's hier nicht weiter. So geht's auch nicht weiter. Moment. Sogar so ein nicht weiter Schild. Ja, nicht weiter Schild. Geht's hier weiter? Nee. Mm-mm. Geh doch mal da, wo die Frau war. Vielleicht da ging's doch noch weiter Ritter, oder nicht? Du meinst, kannst du die? Ja. Hat die eigentlich irgendwie was dabei, außer die Sichel? Nee, hat sie nicht. Also du meinst so Kleingeld oder ja. So? Du überfällst auch immer Frauen, also so alte Frauen, ne? Komm mit, ach, guck mal hier, öffnen. Nee. Ja, nicht dagegen hauen, öffnen. Gehe wieder in Schleichmodus. Ja, ich will wieder ran und öffnen. Also ist ein bisschen klobig, die Steuerung. Okay, dann. Ah, dann hauen wir drauf. Bäm. Und nochmal. Und nochmal. Und noch jetzt mal. Ist doch schon. Ist schon offen? Ja. Ach komm, lass gehen Waffen kaputt? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht. Hast du die Handsichel noch? Ja, eigentlich schon. Buch, weil das wäre ja jetzt doof, ne? Hallo? Weil du hast die nicht mehr im Video jetzt. Hallo? Weil das kann ja doof sein. Was war das? Wir wurden gerade, glaube ich, erschlagen. Mission erfüllt, du wurdest erschlagen. Zuerst werden wir erschossen, dann werden wir erschlagen. Und wahrscheinlich geht einfach ein Charakter nach dem anderen drauf. Ey, ich wäre jetzt schon die ganze Zeit, jetzt darfst du mal. Dankeschön. Meine Charaktere werden entweder erschossen oder erschlagen. Ey, das ist wahrscheinlich diskutiert. Also ich glaube nicht, dass du das sehr viel beeinflussen kannst. Aber das ist auch ein gutes Spiel. Das gleich so mit Tod an. Einfach mal so, jeder Charakter stirbt. Also vielleicht sind die auch gar nicht tot. Siehst du? Was habe ich gesagt? Gar nicht tot. Verdammt. Was hat er jetzt gesagt? Keine Ahnung. Wir sollten auch die Leute mal ausreden lassen, ne? Ja, das stimmt. Damn. Überall nur Ketchup, verdammt. Are you alright? You. Rotkäppchen? Wait. Rotkäppchen. Moment mal, wenn das Rotkäppchen ist, wo ist der böse Wolf? Und was macht Rotkäppchen in Japan? Hat sie verlaufen? Can you walk? It's dangerous by yourself. Let me take your arms. Was ist denn jetzt mit der? Was ist das denn jetzt? Irgendeine Kapuzentusse. Ja, wir wurden doch gerade ins Herz geschossen. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir sind wieder. Wir sind wieder. Wir sind wieder putzmunter und. Wir sind Howard Wright eine Stunde später. You two have been given a very special gift. Vielleicht wird sich regeneriert. Gegnersicht. Die Gegnersicht ist eine Spezialfähigkeit, mit der sie durch den Arm. Ah, ja, genau. Das, was wir vorhin schon hatten, mit den Polizisten. Das ist anscheinend eine Gabe. Eine Gabe? Gegner sich zu Modus L2. Wow. Ein Auge. Er juckt sich am Kopf, Herr Läuse. Ja, Herr, nee, was denn jetzt? Aktuelle Perspektive, wo? Da hinten. Ach, ich kann hier mit suchen, oder was? Ja, wir gehen mal links, da war gerade was. Da war ein roter. Ah, schau mal, automatische Suche ist doch viel intelligenter. Kann ich einfach durchswitchen. Das sind Gegner. Aber warum kannst du die jetzt schon so in der Hand ziehen? Das ist meine Gabe. Das schau, ist, das ist sie. Das ist sie.
Ja, cool, das wäre praktisch bei einem Mathe-Test oder so gewesen. Ja, halt so echt, mal ne? Kurz so, Kopf kratzt, überleg und dann kurz. Howard, was machst du da hinten? Spickst du schon wieder? Ja, nein, ich kopf mich nur, im Kopf. Weißt du, dann so kurz so, Streber suchen. Nein, nicht der Lehrer, Streber suchen. Okay, wir können jetzt zwischen drei Leuten hin und her switchen. So, feststellen. Drei so Zombies. Brauchen wir das mit jetzt L2 schon? Lösen? Und was macht jetzt der, die das? Schuhito oder wie heißt die Viecher? Versuche dich auf mich zu konzentrieren. Ja gut, kann ich machen. So, da. So. So, jetzt sehen wir uns selbst. Spiegelbild. Ja. Praktisch, man braucht nie wieder ein Spiegelbild. Ja, das aber jetzt mega scheiße. Ja, tu wieder raus. Weil das ist genau das, was ich letztens angesprochen habe bei diesem PS4-Video. Dass manche Spiele heutzutage für Splitscreen einfach zu gute Grafik haben. Und das sieht man jetzt hier ja auch schon, weil die Framerate geht ja jetzt krass runter. Und das macht in Kombination mit der klobigen Steuerung ist das einfach schrecklich. Ja, aber dann würde ich doch sagen, tun sie einfach die Grafik runterschrauben. Eben, in dem Moment runterschrauben, ja. Weil das ist ja echt eigentlich nicht schwer, glaube ich. Ich bin jetzt zwar kein Spieleprogrammierer. Einfach mal von der PS3 ich geh mal Grafik jetzt so auf den Xbox 360 runterdrehen. So, ich laufe dir jetzt hinterher. Wie kann man jetzt sich denn eigentlich nochmal ducken? Mit Ding ins Kreis, F1000. Okay. So, Mädel. Sag an, wo geht's lang? Jo. Please, follow me. Ja, mach doch. So, wie komm ich da hoch? Folge mir, bitte. Folge mir. Das ist so Assassin's Creed. Ja, im Zombieland. Assassin's Creed im Zombieland. Kommt bestimmt auch bald raus. Assassin's Creed Zombie. Nach Black Flag. Nach Black Flag kommt bestimmt Zombie raus. 2300 ist ach, schön. Na toll. Das sind Antikur-Arten. Ich glaube, das wäre ich was gemacht. Gucken, mal hier. Schau dich mal um. Ah, ich habe diese Gabe. Kann ich jetzt gleich mal verwenden. Weil da außen ist jemand. Da ist einer. Die sind alle noch beschäftigt. Ja, dann beeil dich und guck, dass du irgendwo beischlagst. Ach schau, das geht automatisch anscheinend. Ey, das ist aber mega schwer. Ja, lauf. Ja, komm, lass mich hoch. Warum geht die denn jetzt runter? Nein! Ja, geh wieder hoch, schnell. Der kann nur klettern. Das Vieh kann klettern. Der geht mit hoch. Das Vieh kann klettern. Ernst, guck, das kann klettern. Lauf, Junge. Was ist da hier? Das ist so Assassin's Creed versteckt. Guck, da, der verfolgt dich. Ah, nein, ich will eigentlich gar nicht in den Keller, ne? Geh einfach und guck, dass du dich irgendwo verstecken kannst. Jetzt bin ich wieder unten? Ja. Jetzt kletter ich wieder hoch. Und dann kommt er dir von oben entgegen. Ich hoffe mal nicht. Wo ist denn diese Frau jetzt hin? Guck dich mal um mit dem Auge. Geh mal mit dem Auge um. Warte, ich will erst gucken, dass ich sicher bin. Ach, schau mal, da war das Loch. Ja, okay. Also das heißt ja sozusagen, aber ich glaube, wir sollten jetzt mal die Frau schnell suchen. Oh. Ja, die blaues Kreuz. Das ist so ein GPS-System. Ja, halt sie haben ihr Ziel erreicht. Zombie-GPS. So, stelle ich die mal fest. Und wo ist die jetzt? Wo ist die jetzt? Guck nochmal, in welche Richtung du gehen musst. Alter. Wo die steckt. Wo ist die denn? Ja, guck nochmal, nimm mal das Auge raus. Oh Gott, ey. Und scanne mal die Lage. Da steht einer. Wo? Da steht einer dahinter. Du sollst da nicht lang. Dahinter? Ja, guck nochmal. Da. Ja, halt echt. Nee, ich glaube, der ist irgendwo. Wir sind doch von einem Berg gekommen. Der ist auf dem Berg. Ich glaube, der ist auf dem Berg, Alter. Der chillt da eine Runde. Ach, was macht denn der da hier? Der spielt Handwerker. Okay. Kaputt. Ja, aber trotzdem frage ich mich jetzt, wo die. Die war doch da, rechts. Lady Redhead schon wieder ist hier. Wo? Kapuzentusse ist da hinten irgendwo. Auge. Das tut immer automatisch, aber ich glaube, die habe ich da rechts. Nee, da hinten. Da. Da ist Kapuzentusse. In dem Haus. Das heißt, ich muss hier jetzt wieder runter. Oder rüber irgendwie. Irgendwie muss ich da rüber. Okay, dann. Das nervt tierisch. Nee. Das ist dumm. Jetzt sind wir einfach ganz riskant runter. Kommst du da irgendwie rüber oder kommst du da rein? Da geht's dann lang.
Ah, wow. Ich dachte, Türen sind die. Ach, guck mal. Infrarot. Rote Sonne. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Da steht irgendwie Pampe. Mann. Warum ist das? Ey, warum muss hier alles die gleiche Farbe haben? Das ist irgendwie so... Grau-rot? Grau-roter Brei. Du, ich würde mal ein bisschen nach Regel angucken. Was ist das denn hier? Schau mal. Ja, schon, aber scan mal kurz die Lage, weil sieht ich habe da irgendwie dahinter der Wand was gesehen. Also da ist so ein Typ irgendwo im Wald. Da ist dann hier ist einer, der hackt an der Hütte rum. Der macht mir nichts, der hat was zu tun. Da ist die Frau, die schaut sich gerade um, wo ich bin. Und das ist wieder der Hüttenhacker. Also da scheint nicht so viel Action zu sein. Ja, aber wo ist die Tusse? Ich glaube, die stand am Auto, kann das sein. Ha, der Tatsache. Vielleicht können wir dieses Schild... Erste Person, Perspektive und Zoom. Halten Sie R2 gedrückt. Das war das, was ich vorhin aus Versehen angewandt habe. Das hier? Ja. Zoom mal die Tusse an. Hallo. Ich finde es auch irgendwie... Ich finde es auch irgendwie ein bisschen doof, ne? Dass du irgendwie... Was macht sie denn jetzt? Fasst sich ans Herz und sagt... Also ich finde es ja cool, dass je krasser du den Trigger reindrückst, ne? Dass es umso stärker wird, der Zoom. Das ist ganz cool gemacht. Mal, da drüben habe ich gerade ein bisschen was bewegen sehen. Vom Händler her. Nicht, dass der Tipp... Ja, da. Das ist doch der Holzhacker, oder nicht? Weiß nicht. Was steht an dem? Weiter herunterdrücken und näher heranziehen. Wir müssen... Was hat sie denn gesagt? Wir müssen das Schild da oben kaputt machen. Da abschrauben, bis da unten einer steht. Schild runter, boom, futsch. Da, der Tipp. Weißt du, dass der dann erschlagen wird. Okay. Wird dann jetzt bin ich... Ah... Jetzt gehen wir wieder auf das Ego. Immer Ego? Das ist natürlich cool. Immer Ego. Das Problem ist so, dass wir eine Panzersteuerung haben. Das heißt, die ist überhaupt nicht auf First Person ausgelegt. Das heißt, das bringt mir auch eigentlich nichts. Ja, wenn ich den Stick reindrücke, dann bin ich. Ah, okay. Ja, cool. Ah, nee, ist ja nicht wirklich, ist ja ziemlich unlöslich wieder. Ja. Also, wir müssen irgendwie das Schild abschrauben. Du musst irgendwie hoch. Was soll das? Radpfanne! Yay! Yeah. Die Waffe gegen alles und jeden. Ah, eine Treppe. Das ist natürlich jetzt sehr günstig. Ja. Da, guck mal. Und hau ab das Ding mit der Bratpfanne. Aktionsfehler an bestimmten Orten. Ja, klar. Das ist klar. Schild abreißen. Ist er hin? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, weil immer wenn das kommt, heißt es, dass jemand gestorben ist. Habe ich so das Gefühl, also wenn diese komischen Dingenseffekte kommen. Du kannst dich da verstecken. Kommt oh ja, ich sollte mich verstecken. Wow. Ah, Alter, wo kommt der denn her? Hau ihn platt, mach ihn fertig. Auf den Kopf, Bratpfanne. Ich habe keine Bratpfanne mehr. Was hast du da? Ich eine Flasche, glaube ich. Dann was ist das denn jetzt für eine scheiß Dude? Hau, ich hab drauf, hau. Mit der Faust. Ah, schütteln. Ist er tot? Ey, was ist denn das für eine Lösche? Da, Kontrollpunkt, was sonst. Also, sobald mal gescheitert. Thomas geht an Controller und stirbt. Tja. Ich weiß noch nicht, warum ich die Bratpfanne weggeworfen habe. Ja, ich sag dir, die Bratpfanne. Sag mal jetzt bitte, dass es einen Checkpoint gibt hier. Ja, im Auto. Du musst wieder hoch. Günstigen Checkpoint. Jetzt schleich mal wieder. Und übrigens, ich glaube, je näher, das ist auch so mit Vibrationen am Controller, je näher ich an dem Gegner bin, desto krasser wird mein Herzschlag. Ne? Mhm. Hab ich schon mitbekommen. Ach, ich hätte vielleicht die Bratpfanne aufheben sollen. Aufheben. Sektflasche, weil die war nicht sehr... Verstecken, guck mal, da kannst du nicht verstecken. Aber die war nicht sehr effektiv, die Sektflasche. Also, ja, geh mal ich glaub, zurück. Ich geh runter und hol die Bratpfanne. Und darf sie halt nicht mehr wegschmeißen. Und geh wieder hoch. Und dann versteckst du dich am besten nachher direkt in diesem Teil. Guck ja, mal, was gleich ist. Nach Abreißen des Schildes. Ja. Und jetzt nochmal 3, 2, 1. Bam! Oh, oh Gott, das ist schwer. Bam! Kaputt. Ups, jetzt schnell Schrank verstecken. Und drin da. Und tschüss. So, und jetzt bleiben wir hier. Und chillen. Und Thomas, was machst du so? Ach, guck mal. Das ist der, ne? Ja. Guck er denn hin? Eine Sektflasche. Aber kein Typ da.
Geh ich wieder. Ach, so was Gutes. Vor allem, was für Geräusche die auch noch machen. So, sollen wir wieder gehen vielleicht? Hm, wart mal kurz, bis der Typ aus dem Haus raus ist. Und dann nicht, dass er noch unser Rotkäppchen angreift hier. Ich glaube, die kann sich verteidigen. Außerdem, die Viecher haben sie auch vorher nicht angegriffen. Standen auf dem gleichen Brett und haben sie sich angeguckt. Halt echt, ne? Das war ja eigentlich voll gemein. Weil wir vielleicht sind, vielleicht sind Gentlemans, weißt du? Wir sind der Typ, wir kommen aufs Maul, ne? Das kann natürlich sein. Das ist nette Zombies sind. Also ja, so schreit mal wieder, schreit mal wieder. Gentleman-Zombies. Ah, nein! Fuck, Bratpfanne. Bam! Bratpfanne. Zack! Wenn jetzt wieder so ein Schwächling-Fight wird und der das nicht schafft, den komm schon! Machen. Mach ihn platt! Ja! Yeah. Endlich! Gibt's ja nicht. Und jetzt schleich wieder, weil ich glaube, da sind noch ein paar mehr unterwegs. Echt? Ja. Aber was ist das eigentlich? Ist das irgendwie so eine 5-Minuten-Terrine, wo wir rumlaufen? Oder warum ist das? Kann Fukushima sein. Warum ist das hier so eine Suppe, ne? Eine Suppe irgendwie. Da ist einer. Blatt machen? Nee. Wir gehen jetzt da zu Tusso. Doch mal zurück zum Haus und dann zu Tusso. Ist die jetzt da oben drin oder wie? Nein, die ist nicht oben drin, die ist dann rechts am Haus vorbei. Also du musst durchs Haus, damit die Tuss da links drin sieht. Oder da. Geh da einfach da hoch. Ja, da ist sie doch. Also man muss ganz klar sagen, hierher. Man merkt jetzt schon, man muss Entscheidungen fällen in der Hinsicht in dem Spiel, ob es sinnvoll ist, einen Gegner umzulegen oder nicht. Flucht oder umlegen? Ja. Ach, ich dachte schon, die ist sie. Mordswaffe, Bratpfanne gegen Flucht, abhauen, Beine in die Hand. Entschuldigung. Hab ich die Pfanne noch eigentlich? Krieg ich mal ein bisschen? Ja, hast noch. Die ist noch da. Die Waffe aller Köche. Keine Messer, keine... Wir sind fast da, wir müssen das gegen uns oder so. Naja, eine Falle? Ich würde jetzt einfach draufhauen, aber wenn eine Falle irgendwie... Ach, guck mal. Wildfalle. Ja, eine Bärenfalle. Fallen und Fackeln. Können Sie Kannst mit dem auch anfangen? Haftbefehl. Unter Richtungstaste rufen Sie Unterbefehle auf und mit Richtungstaste stellen Sie die Falle auf. Okay. Rufen, Falle stellen. Das heißt, ich kann jetzt hinschleichen, hier. Hinter dem Typ. Hinter dem Typ. Dann stelle ich hier eine Falle. Und dann sage ich, gehe ich mal ein bisschen zurück. Dann sagst du, hey du Arschloch, komm her. Nee, ich würde ein bisschen weiter rechts. Dass auch wirklich reinläuft. Rechts, rechts. Ha! Zack, und jetzt drauf, komm, drauf und bam. Und wieder bam. Und nochmal bam. Von Action. Und die, weißt du, die steht halt dahinter rum. Right. Oh! Das war wohl jetzt ein bisschen... Ja. Tut mir leid. Rotkäppchen mit Kopfpfanne an den Kopf. So, ich stehe hier aufrichtig da und entschuldige mich. Das Rotfännchen. Pfanne? Schaufel. Schaufel, Schaufel ist besser. Natürlich Schaufel. Okay. Also was ist denn das für eine Frage? Schaufel oder Pfanne? Ne, die Pfanne ist halt schneller. Die Pfanne die Mordswaffe ist. So, da hat sie doch glatt eins über die Mühe bekommen. Pfanne. Ha! Mission erfüllt. Na? Dankeschön. So. Dankeschön. Warte, haben wir den Wecker geschlagen? Ich weiß nicht, aber wir haben... Keine Hunde. Hallo? Was geht jetzt? Ach, der schießt. Zombiejäger. Schussoption. Wir haben nämlich jetzt noch eine halbe Minute Zeit. Und dann ist schon wieder rum. Und dann ist schon wieder rum. Ah. Und ich würde fast sagen. Huch! Die Tür fällt um. Ach, das ist wieder der Polizist vom Anfang. Der creepy Polizist. Bam. Oh, verdammt. Also der hat keine Chance gegen den Zombiejäger Number One. Zombiejäger Number One. Wer ist denn das? Typ mit cooler Anzug und cooler Weste. Boah, der gebärdet sich aber ganz schön über die. Okay, also der weiß, die sind nichts Gutes. Ja, und der weiß, mit der Waffe umzugehen. Das auch. Coole Musik im Hintergrund. Und Zombies fänden. Aber warum kann der denn jetzt die umbringen? Hat der irgendwie so eine Spezialwaffe? Aber die stellt sich aber toll an. Wahrscheinlich bloß Kopfschüsse, Kopfschüsse, Kopfschüsse. So. Jetzt kommt wir spielen wieder Sam Monroe. Das war doch der mit der... Mit der
wo gerade erschlagen wurde. Mit der Taschenlampe, genau. Und das Brille, wo am Anfang pissen war. Ne? Genau. Aber ich glaube, das sehen wir beim nächsten Mal. Das sehen wir beim nächsten Mal. Kleiner Cliffhanger sozusagen. Und dann wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. I'll see you next time.